Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion. Wir machen direkt weiter, gehen zum Tonstudio beim Freight Run und versuchen herauszufinden, was aus dieser einen Moderatorin da von Buccaneer Radio geworden ist. Claire Waters, I guess. Da oben steht Hashtag Gerechtigkeit vor Claire, also gehe ich mal davon aus, sie hieß Claire und ich glaube Waters, das liegt mir auf der Zunge. Wie weit ist denn das weg? Weit, okay. Aber wir haben gerade unsere königliche Wache Robert Penn dort kundschaften. Also werde ich auch zu ihm wechseln, weil ich habe ihn noch nie eingesetzt. Jetzt ist er dran. Und so eine königliche Wache sollte eigentlich auch gut genug ausgebildet sein, um damit zurechtzukommen. Warum läuft der vor den Cops weg? Bro, wenn das die Queen erfährt. Na gut, du hast nichts gesehen. Du bist abgrundtief hässlich. Danke, Bro. Hä, und wo kommt auf einmal Val Samwell her? Da stand ich doch eben gerade. Der scheint immer so aus dem Nichts. Gut, dann gehen wir da mal rein ins Tonstudio. Claire hat früher von irgendwo hier gesendet. Mehr weiß ich leider nicht. Verfluchte analoge Technik. Das Mädel macht sich einige Feinde. Wenn wir sie so einfach gefunden haben, schaffen das andere auch. Beeilen wir uns. Dann nehme ich die Drohne. Gehen wir einmal mit der Drohne rein. Hier gibt's gruselige Musik und das Verdammt, sieht nicht gut aus. Jemand hat sie erwischt. So eine Scheiße. Sie hätte so viel erreichen können. Ich würde deinem Gejammer gern den ganzen Tag lauschen. Aber vielleicht nutzt du deine Zeit besser, um ihre Ermordung zu untersuchen. Du hast recht, Bex. Finden wir die Schweine, die das getan haben. Sehen wir uns um. Ach, komm schon. Ja, also offensichtlich Clan Kelly. Oder jemand, der es Clan Kelly anhängen möchte. Aber bevor ich weitermache... Hier fing eben so gruselige Musik an und dann, als ich schon mitten im Raum drin war und wusste, was kam, dann kam so ein Geräusch. Das sollte, glaube ich, ein Jumpscare werden, der nicht so ganz geklappt hat. Gut, wir untersuchen jetzt erstmal. Sieh dir das Graffiti an. Bisschen übertrieben, was? Claire hat mehrere Kelly-kritische Podcasts veröffentlicht. Man sollte denken, die sind daran gewöhnt. Als kriminelle Gang sollte man keine Blumen und Dankeschreiben erwarten. Üblicherweise machen die Kellys doch keine Werbung. Da stimmt doch was nicht. Ja, ich denke auch eher angehängt. Hier kommen viele Leute vorbei. Mehrere Personen. Eher Stiefel als Schuhe. Einer mit dem Profil eines bekannten Paramilitärausrüsters. Ich glaube, aus der Herbstkollektion. Danke. Ich wette mit dir, dass die Albion ausstatten. Und dann gucken wir hier noch hoch. Alles klar, hier hat jemand sein Smartphone liegen lassen. War das etwa Claire? Wer auch immer Claire auf dem Gewissen hat, hat ihre Ausrüstung gestohlen, aber ihr Tablet übersehen. Bex, hilfst du mal? Tablet freigeschaltet. Claire scheint darauf Gespräche protokolliert zu haben. Dann hören wir uns mal an. Okay, Sie wollen uns etwas mitteilen. Sie sind Nachrichtentechniker bei Albion und arbeiten eng mit Nigel Cass zusammen, richtig, Mr.? Einfach Hugh. Ich glaub's nicht, dass ich das tue, wenn Sie das rausfinden. Ich weiß. Es ist kein Geheimnis, wie Albion die Menschen behandelt. Was haben Sie für uns? Beweise, dass Nigel Cass an den Anschlägen beteiligt war. Was? Aber das... Hier, speichern Sie das auf dieser sicheren Festplatte. Wie sicher sind diese Infos? Es ist ein Gespräch zwischen ihm und... Security! Waffen fallen lassen! Wir sind angewaffnet. Das könnt ihr nicht tun. Nehmt Ihre Ausrüstung und bringt sie zum Carousel. Du, markier die Wand und dann weg mit seiner Leiche. Sie kann bleiben. Gangrache ist schrecklich, nicht wahr? Aha. Cass hat einen Schlägertrupp auf Claire und den anderen Typen angesetzt. Die Aufnahme muss echt sein. Das Schwein wusste von den Bombenanschlägen. Dann muss Albion auch Claires Ausrüstung haben, zusammen mit den Audiobeweisen. Das war's dann. Cass wird endlich für alles bezahlen. Wir brauchen nur diese Datei. Der Killer hat Carousel gesagt, nicht wahr? Damit muss Carousel Plaza gemeint sein. Ich sehe keinen Grund, nicht dort anzufangen. Okay, dann gucken wir weiter. Das war scheinbar ein Tablet, war aber ein ziemlich kleines Tablet. Sagen wir eher ein Phablet. Wisst ihr, was mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist? Diese Spiele sehen schon verdammt realistisch aus. Aber man merkt, dass es Videospiele sind. Einerseits, weil es Videospiele sind. Andererseits, was es in diesen Spielen nie gibt, was es aber im echten Leben überall gibt, Autos. In die echte Welt ist so vollgestellt mit Autos. Eigentlich müsste hier am Straßenrand überall, an jedem Spot ein Auto stehen. Alles müsste komplett voll sein. Und überall müsste voll Stau sein. In GTA 5 wurde es ja auch so dargestellt, als gäbe es viel Stau, wenn man zu Franklin gewechselt hat. Aber in der Praxis gab es nie Stau, weil nie genug Autos auf der Straße waren, weil das wäre halt zu anstrengend für... Ey, warum fährst du mein Moped über? Weil es noch zu anstrengend wäre, für Computer so viele Autos darzustellen. Aber eigentlich wäre es realistischer, wenn alles voll wäre mit den Dingern. Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein.
Pass besser auf. Hier treibt sich eine Menge Albion Security herum. Mit anderen Worten, mehr Drecksäcke zum Verdreschen. Tut mir auch nicht leid. Nach dem, was wir gesehen haben, verdienen sie es. Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja? Ah, ich überlege gerade, ob ich zu Clement wechsle, weil er zufällig gerade hier ist. Aber ich wechsle mal nicht zu Clement. Feindliche Zielperson. Aha. Hier gibt es nicht viele Fallen. Zumindest sehe ich gerade noch keine. Da gibt es sowas in die Richtung. Der hier wurde von Alex Albrecht... Ja, okay, Agent Alex Albrecht hat sehr viele Leute knockoutet, weil es einfach sein musste. Weil ich ja in einem sehr langen Kampf war mit all diesen Leuten. Ich rufe jetzt einfach mal eine Antiterror-Drohne. Und die Drohne, die kämpft jetzt mal hier mit. Haha. Nicht auf mich schießen. Aua! Uiuiuiui. Oh, irgendwer hat das Tor hier geöffnet. Ist ja nett. Wer hat das Tor denn für mich geöffnet? Konnte ich einfach reingehen, ohne das Ding zu entsperren? Okay, die Leute suchen jetzt nach mir. Das ist aber vollkommen in Ordnung für mich. Hör dir den da hinten an. Sam Smith. Sam, was würdest du tun, wenn ich da eine Falle scharf mache und dich anlocke? Ach, umfallen würdest du. Und die Zelle hier ist ja automatisch offen. Interessant. Die Antiterror-Drohne, die kann auch gerne jetzt nochmal loslegen. Meine Drohne ist kaputt. Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Ach, wie schön. Hatten wir vor unerlaubtem Betreten nicht gewarnt? Hatten wir. Da ist wohl jemand taub, hm? Bitte, ich habe nur ein Foto von der Fassade gemacht. Oh, hast du das gehört? Er hat nur ein Foto gemacht. Ein verdammtes Foto. Jetzt hör mal gut zu, du Clown. Das ist deine allerletzte Warnung. Wenn wir dich hier in der Gegend noch ein einziges Mal erwischen, wird die Polizei eine Vermisstenmeldung herausgeben müssen. Und ich glaube, du weißt, wie effektiv die momentan sind, hm? Okay, hab's verstanden. War das etwa eine Morddrohung? Also für mich klang das wie eine Morddrohung. Na, gucken wir uns noch den Typen da an. Hübsche Ausrüstung eigentlich. Aaron Lambert hat eine Elite-Kamikaze-Drohne. Ja, jetzt nicht mehr. Und da unten ist noch ein Audiolog, den ich natürlich mitnehmen muss. Durstig nach Wahrheit? Stillen Sie Ihren Durst mit Claire Borters. Reden wir über Sky. Sky Larson. Wer ist sie überhaupt? Was steht auf der Agenda von Broker Tech? Und viel wichtiger, was ist Projekt Daybreak? Solange es Fragen gibt, suche ich nach Antworten. Das war's. Sie hat nur Fragen gestellt, ja? Sie stellt nur Fragen. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich mir jetzt so eine Frachtdrohne holen, um da hochzukommen? Ah ne, hier gibt's eine Treppe. Wie praktisch. Dann gucken wir uns einfach mal an, was hier rumliegt. Ohne, dass jemand mitbekommen hat, dass eine Antiterror-Drohne aufgekreuzt ist, alle erschossen hat. Aber das kriegen natürlich wieder alle mit, ist klar. Weg mit dir. Und weg mit dir. Augenblick, ist hier wieder jemand bei mir? Der ist weg. Oh, da ist jemand bei mir. Da ist jemand bei mir. Er schießt mich nicht. Er trefft mich nicht. Danke. Nicht treffen. Nicht treffen. Okay, sie sind bei mir. Weg. Das war lustig. Das hat mir gefallen. Und... Ja, ich verstehe, direkte Treffer machen... Direkte Treffer schalten direkt aus und indirekte Treffer halt nicht. Verstehe. Da muss ich mir wohl mehr Mühe beim Zielen geben. Waren das alle? Das waren alle. Ja, lol. Dann begutachten wir einfach mal die Beweise auf der Albion-Konsole. Und entsperren, was auch immer hier ist. Um ehrlich zu sein, mit diesem Sturmgewehr spielt sich das ganz gut. Da fühle ich mich gar nicht mehr so aufgeschmissen. Auch wenn dafür vielleicht ein paar Leute von Albion sterben mussten. Ich meine, die wissen ja, wo sie arbeiten. Das ist halt allgemeines Berufsrisiko. Und wir gucken rein. Und? Ich weiß, dass du mich hörst. Reden wir.
Wir sagten doch, der Premierminister lehnt ab. Briten lieben private Militärdienstleister im Auslandseinsatz, aber nicht in London. Dieser Narr. Die ganze Stadt, das ganze Land kollabiert bald. Das Militär mit Klebeband zusammengehalten, die Polizei in heilem Aufruhr. Jemand muss die Leute retten, Nigel. Jemand Starkes. So ist es. Ich habe schon alles geplant. Die besten Ziele sind die Thorn-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Du vergisst da etwas. Und ihr bekommt Zugang zu Filament, wie abgemacht. Aha. Verschwinde jetzt. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Ich verzieh mich. Aber bevor ich mich verziehe, dann wird der nächste Dialog getriggert. Okay, wir wissen jetzt, dass Nigel Cass auf jeden Fall direkt mit Zero Day zusammengearbeitet hat. Dass die die Anschläge geplant haben, das ist der Beweis. Immerhin, jetzt wissen wir schon mal was. Und wir wissen, dass Zero Day Zugriff auf Filament hat. Und ja, durch Filament kann man eigentlich alles finden. Ach, wie schön. Gehen wir mal mit raus. Mit dieser Stimme möchte man ihm seinen hochnäsigen Arsch in einer Schublade einklemmen, was? Und Zero Day wusste, welche Strippen gezogen werden mussten, damit sie kriegen, was sie wollten. Filament. Und Cass war bereit, es gegen die Schlüssel zur Stadt zu tauschen. Mann, ich dachte immer, es gäbe noch eine Chance, dass er... Dass er der Mann sein könnte, für den du ihn hältst. Sorry, Hamish. Falls es den jemals gab, ist er jetzt weg. Wir müssen diese Informationen unter die Leute bringen. Du hast recht. Wenn's geht, komm zum Piccadilly Circus. Ich habe mit Bax an etwas gearbeitet und dieser Beweis ist das Tüpfelchen auf dem I. Okay, ich hatte tatsächlich kurzzeitig drüber nachgedacht, was ist, wenn Nigel gar nichts mit Zero Day zu tun hat, sondern einfach nur ein kranker Psychopath ist, der Macht haben möchte. Genauso wie Mary Kelly. Aber es waren beides halt kranke Psychopathen, die Macht haben wollten und dafür halt mit Zero Day zusammengearbeitet haben. Wir wissen aber immer noch nicht, wer Zero Day ist. Wir wissen auch immer noch nicht sicher, ob Malik direkt mit Zero Day zusammengearbeitet hat oder ob Malik wirklich doch nicht Zero Day war, sondern einfach sein eigenes Spiel gespielt hat. Also es gibt so viele Fragen, die nicht klar beantwortet wurden. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal um, setzen wir uns hin und genießen die Show. London, du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Thorn-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben. Mich eingeschlossen. Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, drauf. Wehrt euch. Nicht übel. Gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hey, wie geht's, Hamish? Haha. Lässt du dich also auch mal blicken? Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wieder gut machen, nicht wahr? Außerdem braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das. Hey! Hey! Verdammte... Wir müssen uns wohl noch länger mit Albion herumschlagen. Habe ich an alle Nachrichtenagenturen geschickt, die mir eingefallen sind. Wird eine Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Na, dann gehe ich jetzt was trinken und eine Nummer schieben. Wer macht mit? Wer kommt mit, meine ich. Ach, ihr wisst schon. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bagley, du Spaßbremse. Bagley hat dem recht. Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern. Es sieht hier echt wirklich ziemlich schön aus. Mission gestartet, Londons Beschützer. Ich glaube nicht, dass du mit dieser Reaktion gerechnet hast. Aber Nigel Cass ist wieder in den Nachrichten. Die Nachrichten. Die Regierung tagt, um den Vertrag mit Albion zu überprüfen. Nigel Cass hat in einem emotionalen Gespräch mit dem GBB auf den Antrag reagiert, sich selbst den Behörden zu übergeben. Halt's Maul und hör mir zu. Weder die Regierung noch irgendjemand sonst wird mich entfernen. Eher sterbe ich. Und mit mir viele andere. Sie wollen Blut sehen, sollen sie haben. Diese Stadt gehört mir.
Ich bin ihr Hirte und ich werde meine Herde schlachten, ehe ich sie abtrete. Cass hat sich selbst in seinem Hauptquartier im White Tower eingeschlossen und gedroht, alle zu töten, die ihn aufhalten wollen. Er ist schwer bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Ist er auch, ja. Er ist übergeschnappt. In dem Zustand ist nichts und niemand sicher vor ihm. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zum White Tower und ihn aufhalten. Die haben hier Smartphone-Ampeln auf der Straße. Ich finde das voll cool. Während wir die ganze Zeit auf den Smartphone-Bildschirm gucken, sehen wir, oh, da ist rot. Es ist immer noch rot. Es ist immer noch rot. Ich finde das gerade so cool. Ich habe solche Dinger noch nie im echten Leben gesehen. Jetzt sehe ich sie in Watch Dogs. Und es ist grün. Wir können gehen. Ach ja. Das ist schön. Da gibt es natürlich auch noch normale Ampeln. Ja, das sind solche Details. Die appreciated man nie in Videospielen. Aber das kostet auch Zeit, sowas zu entwickeln. Dieses ganze Straßensystem hier. Und dass die Autos alle fahren, ist eigentlich cool. Und Leute, ich habe es beim letzten Mal angesprochen. Ich will die anderen Bereiche noch übernehmen. Und ich werde das auch machen, bevor ich Nigel Cass konfrontiere. Dementsprechend ist meine nächste Mission jetzt, diese ganzen Bereiche hier einzunehmen. Weil es wird Zeit. Und das machen wir jetzt. Yo, hier ist Conny von nach der Aufnahme. Die Aufnahme hat jetzt über 1,5 Stunden gedauert. Das Video wird dementsprechend lang. Deswegen mache ich hier einen Cut. Die Bereiche kläre ich in einem Sondervideo diese Woche noch. Und mit Nigel Cass geht es ganz regulär am nächsten Montag weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!